5 Minutes. Noch 5 Minuten, dann geht's los. Heute mit Thomas. Hi. Und Ante. Moin. Heute kann es richtig losgehen auf dem Plauer See. Es ist Bombenwetter. Eigentlich Barschwetter gerade. Deswegen müssen die Hechte noch ein bisschen warten. Wir legen jetzt erstmal los. Wir haben Fred auch schon gesehen. Fred grusert nicht. Und dann wollen wir mal gucken, was hier so geht. Ist viel los auf dem Wasser. Ich würde sagen, ich habe doch irgendwas gehört. Ja. Wegen deinem Köder oder was? Nee, das ist ganz weit weg davon, aber es ist komplett aus dem Wasser raus. So ein kleiner Delfin. Rotauge, der Delfin des armen Mannes. Ja, ist nicht so. Also kurzer Vorschlag. Ich würde sagen, einmal übers Tiefe in Bahnen in Kreisen rumschleppen. Um einfach mal zu gucken, auch generell, was dann Fischaktivität ist. Weil mit dem Tempo kann man gut dann das Echo auch lesen gleichzeitig, ne? Ja. Einfach mal so aus Jux das zu machen, sag ich mal, ne? Ja, kann man machen. Thilo? Ich bin dabei. Was soll ich fachlich da beitragen? Ich mach mit. Ach, du hast dich auch so viel auch schlau gemacht und alles. Ja, denke ich auch. Außerdem hast du schon größeren Hecht gefangen als ich. Ja, stimmt. Ja, gut, ich will ja auch sagen, aber da gehört auch einfach ein bisschen Glück dazu. Können dazu. Achso, ja. So, Leute. Mit dem Werfen, das hat noch nichts gebracht. Wir werden jetzt erstmal eine Runde schleppen. Und hier wird gerade ordentlich vorbereitet. Thomas legt jetzt mal seine Unterhose zusammen. Wie tief? Zwischen 5 und 10. Nee, war ich. Okay. Ja, was? Echt? Wie geil war das denn gerade? Das war. Wie tief ist es denn, ja? 15. Ja, was hab ich gerade? Willst du vorne rein, Fünf drüber stellen? Ja. Alter, fette Barschnachläufer gehabt gerade. Ja. Fuck off, ja, Alter. Raus, ne? Groß, groß? Ja. Schon ordentlich. Ja, doch, Griffback reinhaut. Ja, aua, Alter, wie viele? Ja, dann hau, warte mal. Hau Motor rein vorne. Groß waren die nicht. Aber ich hatte eben schon ganz ordentlich. Ja. Dann fahr ich uns da gleich hin. Deswegen hat das auch so geruppelt an meinem Köder. Ja. Jawohl, und Fisch! Alter! Was für einer?
Geil, Kiki. Ah, jawohl, danke. Mal kurz Ankerfunktion, ich muss mich nämlich etwas reinhalten. Vielen Dank, guck mal, auf die Ebene, Ast rein, so wie sich das gehört. Ast rein, Kiki. Ich bin auf die Ebene rein. So, und ab mit dir. Köder? Thomas? Barsch, das ist das aber ein guter, du. Ich glaube, das ist keine Hälfte. Nee, oh, guter Barsch. Kescher. Jawohl. Petri, mein Lieber. Ich dachte, er ist Kraut. Ah, das war noch ordentlich. Ja. Willst du mitnehmen? Sieht man das? Ja, das sieht man. Schick, schick. Irgendwann mal falsch hochgeholt oder so. Was machst du? Im Gegenteil, jetzt beim letzten Mal hatte ich eher das Gefühl, dass er auf einmal richtig eingerastet ist, das erste Mal. Fisch. Okay. Oh, ein Babyhecht. Okay, ein Babyhecht. 0,5 von 0 bis 10. Ja, so schnell ging das. Vorsicht! Alter! Hey, ist alles gut. Ruck dich mal! Ich wollte dich mal angeln, ich wollte mal einen richtigen Seku dran haben. Schon wieder ein Hecht. Beide hinterher. Ich bin noch beide in derselben Puls hinterher. Wieder so ein kleiner? Ja. Och Gottchen. Willst du ihn aber zeigen? Schon wieder so klein. Ich
sag's ja, ich mach die Kamera auf, geht schon. Nein! Der ist ab! Scheiße! Hier vorne? Ja. Der war dran. Aber nicht klein. War auch nicht klein. Ich hatte eigentlich schon einen ganz guten Anhieb reingekloppt. Also der saß schon fest. Da muss er eigentlich gesessen haben. Ich habe mir auch bestimmt 5 oder 6 Meter gezogen. Ne? Aber das ist halt auch ein gutes Zeichen. Sind welche da? Das ist schon mal wichtig. Ja, wir wissen, wo welche sind. Ja. Wir können ja solche Stellen weiter anfahren. Ja. Wir müssen halt, in welchen Wasserbereich sie sich aufhalten, ne? Ja, genau. Wollen wir fahren? 30? Das ist zu langsam gerade. Hä? Das ist gerade zu langsam. Das sind 2 km/h. Wir haben Rückenwind. Hm? Ja, voll cool, oder? Selbstverständlich, guck mal hier. Damit man keine Fische aus dem Wasser kriegt. Ja, genau. Das ärgert mich auch ein bisschen, dass der hinten diesen Gummischwanz da genau zwischen gehabt hat. Das hätte der komischerweise, ne? Der von Andreas, der hatte genau das gleiche Problem wieder. Der Zander. Der was? Der Zander. Ja, das ist auch irgendwie, vielleicht sind das hier so Präventionsfische. Ja. Fisch. Petri, Dank. Ja, das ist er gewesen hier, Leute. Ein schöner. Also, moin Leute. Wir sind jetzt fertig mit 2,5 Tagen Angeln auf 10 Stunden Schlaf. Wir haben viele nette Bekanntschaften gemacht und einen Barsch. Eine mit dem Hecht. Leider auch ein paar Fehlbiss dabei gehabt. Zander hat sich gezeigt, allerdings nur im Wasser, das war ein bisschen ärgerlich. Er hat sich dafür entschieden, einfach mal unsere Gummifische eher zu fressen, als den Haken zu nehmen. Aber mein Gott, wir haben zumindest mal wieder einen Zander gespürt. Was wir sagen können, hatten wir letztes Jahr am Plauer See leider gar nicht und hatten schon die Befürchtung, es gibt sie nicht mehr. Wobei Thomas, der mit dabei war, hatte dieses Jahr schon Glück mit seinem 90er Zander. Aber mein Gott, das Jahr ist noch lange nicht vorbei.
Das war erst reinschnuppern für Thilo von Still 5 Minutes. Und ich glaube, er hat Blut geleckt. Mit November bin ich wieder da. Kannst voll ausgehen. November bin ich wieder da. Ja, mit großen, also wir, ne, ich bin ein bisschen geistig desolat. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir haben wirklich richtig Spaß gehabt. Also wirklich 2,5 Tage volle Pulle und Anta hat auch dafür gesorgt, dass wir bloß keine Pausen machen und auch nicht über 5 Stunden schlafen. Der Schlaf wird ja überbewertet und der Zander, der abends nicht weiß, wartet ja bis morgens, bis man um 5.15 Uhr wieder im Wasser ist. Aber es war saugeil. Blauer See ist auch top, top Gewässer, also auch zum Bootfahren total super und zum Angeln sowieso. Man muss natürlich so ein bisschen Plan haben, wo man da angelt, weil von oben ist alles glatt. Unten drunter sieht es aber komplett anders aus und das muss man sich eben mit Leuten angucken, die das können. Deswegen bin ich ja hier auch mit Ante und Thomas hingefahren. Und also ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen und ich freue mich schon drauf. Seid ihr auch nochmal mit dabei? Definitiv. Oder nicht so, ne? Zing, ding, 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 ding. Kein Fall so viel schlafen, ne? Hier links? Ja. Okay. Nicht so viel schlafen. Schlafen ist ein gutes Thema, wir müssen jetzt auf die Autobahn. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.